Nein, 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 nein! Nicht Also gut? quatsch nicht. Hallo Minecraft-Freunde und weiter geht's in... Du sagst es. Magic Farms 2. Genau. Heute ist leider Yama nicht dabei. Yama ist nämlich über Ostern weg. Und deshalb nehmen wir jetzt ohne ihn auf. Wird auch in der nächsten Folge, weiß ich nicht, ob er dabei sein wird, aber eher wahrscheinlich nicht. Das heißt, nee, in der nächsten Folge wird er definitiv nicht dabei sein. Das ist ja, heute ist ja Doppelfolge. Ne? Und morgen dann, ja, das wird wahrscheinlich nicht klappen. Aber dafür wird er dann, denke ich mal, nächste Woche wieder mit dabei sein. Und Wookie ist leider auch nicht da. Was mit dem ist, kann ich leider nicht sagen. Das weiß ich nicht. Hat sich einfach nicht gemeldet. Keine Ahnung. Okay. Aber er wird bestimmt auch wieder mal dabei sein. Gut, dann würde ich sagen, auf gen Norden. Das heißt, wir führen die Reise, die Yama als Idee hatte, fort. Vielleicht finden wir ja doch nochmal vernünftig Land. Okay, dann schön auf wär's. In die Lüfte! Ich sollte vielleicht auch meinen Jetpack anschalten. Ja, das wäre eine gute Idee. Nein, nicht auf dem Mode Jetpack. So. Ja, genau, komm nach oben. Ich sehe dich. So, und ich hoffe, wir finden noch ein bisschen Land. Also sehr lange wollen wir nicht mehr fliegen, können wir auch nicht mehr. Es wird doch ziemlich knapp. Ja, das Jetpack, das wird irgendwann, wird das am Ende sein. Ich meine, noch geht's, aber wir müssen ja immer wieder steigen. So, und dann schon, zack, wird's weniger. Und du hast ja noch ein größeres als ich. Genau. Ja, genau, wo bist du jetzt? Also ach, ich sehe dich gerade auch nicht. Ich bin über dir. Flieg einfach Richtung Norden. Ich flieg Richtung Norden, ja. Ah, hier auf der Minimap sehe ich dich, yo. Da bist du. So, mal schauen, wie das mir die Welt lädt. So, bei mir hast du das Ding gar nicht an, ne? Den Gleiter. Auch schön. Also ich bei mir schon. Ja, okay, gut, gut. Solange das so ist. Und immer noch kein Land in Sicht. Das wird, glaube ich, heute wieder eine sehr nasse Folge. Ja, aber sehr weit, wie gesagt, werden wir das nicht mehr machen. Irgendwann ist nämlich Ende. Da drüben ist ein bisschen. Ja, ich hoffe, dass wir endlich mal eine größere Insel finden. Ich meine, hallo? Nein, ist keine größere. Ja, wieder so eine Mini-Insel. Ja, ich sehe es gerade auf der Minimap. Da drüben ist ein bisschen unter Wasser, ein bisschen Land. Ansonsten sehe ich nur blau. Weil die Welt noch nicht geladen hat, genau. Okay. Jetzt. Naja, ja. Das Ding, das will uns jetzt als Hoffnung machen, ne? Damit wir auch weiterfliegen. Ne? Und dann kriegen du einen Babagornisch, ne? Das ist schon echt hart. Aber wie viele Korallen hier sind, das ist schon. Ich meine, auf dem ganzen Flug hier bisher überall Korallen gewesen. Hätten wir Korallen gesucht, wären wir schnell zu Ende gewesen. Ja, da wären wir schnell am Ziel gewesen, das ist richtig. Aber wir suchen ja neues Land. Schauen, ich fliege jetzt mal ein bisschen schneller. Da drüben ist eine Insel. Ja. Das wird aber wahrscheinlich auch nur eine kleinere sein, ne? Okay. Ein bisschen größer als sonst. Was? Bei mir stehst du in der Luft. Aus irgendeinem Grund geht mein Teil nicht an. Okay. Bei mir stehst du in der Luft. Okay, jetzt fliege ich wieder. Okay, die Insel ist zwar ein bisschen größer, aber nicht das, was wir wollten. Nein, nicht wirklich. Ah, jetzt hast du dich bei mir wieder bewegt. Okay. Das liegt wahrscheinlich jetzt daran, dass der Server immer größer... Hier ist auch nochmal ein Water Hive. Aber theoretisch braucht man ja nur eins, ne? Kann man ja dann züchten. So, ich bin jetzt wieder ein bisschen gestiegen. Ja, nur noch ein Achtel in meinem Jetpack. Ja. Wie gesagt, ich fliege jetzt mal ein bisschen schneller. Da kommt, glaube ich, nochmal was. Oder auch nicht. Es lädt wieder nicht. Ach, komm schon. Oh.
Es will wieder nicht. Ich merk's. Yes. Aber das ist auch sehr, 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 sehr klein. Ist es? Ja. Das ist auch mal noch, Leute. Da oben geht ist wieder eine Slime-Insel. Wir wollen Land. Ein Königreich für ein Land. Toll, Miniland. Aber Land. So war das nicht gemeint. Das hättest du dazu sagen müssen. Ein Königreich für ein Riesenland. Pass auf, jetzt kommen wir auf eine kleine Insel, wo lauter Riesen sind. Nein. Weil es ein Riesenland ist. So, okay. Klatsch. Schon wieder baden gegangen. Das wird mir bald passieren. Okay, ich bin wieder in der Luft. Jo, ich auch. Ich sehe dich hier neben mir. Ich glaube, ich sollte nicht zu schnell fliegen. Nein. Wenn ich hier so ein bisschen Gas gebe, dann kommt das Laden nicht mehr hinterher hier. Und jetzt, das stockt doch zwischendurch. Ja. Dass man hier so direkt stehen bleibt in der Luft, so. Auch ein bisschen komisch. Egal, wir wollen weiter, wir wollen Land. Klingt so wie bei einer Demonstration. Wir wollen weiter, wir wollen Land, wir wollen weiter, wir wollen Land. Ja, ist klar. Nein. Und platsch wieder ins Wasser. Das hasse ich, ey. Ja, kann man leider nichts dran ändern. So, ich also wir stellen hier Yamas kleinen Server, würde ich sagen, ganz schön auf die Probe, ne? Aber das ist ja auf Yamas Server. Ja, der hat mir ja jetzt auch ein TS spendiert mit 100 Slots. Da bin ich auch momentan am gucken, ob ich da irgendwie einen Sponsor kriege, der mir vernünftig ein TS sponsert für die Fans. Wäre natürlich auch eine tolle Sache. Ja. Ja, am besten irgendwie so eine Firma, wo ich dann, ja, wo ich dann die Firma auch mal im Video erwähne oder wie weiß ich. Meine kann man ja auch mal machen, dafür, dass die Fans dann vernünftigen TS3 haben zur Verfügung. Man muss ja nicht ewig auf Yamas Tasche gehen, das will ich ja auch nicht. Jo. Ich muss mal ein bisschen hinterherkommen hier. Okay. Ja, mit 0 im Jetpack kann ich auch nicht mehr weiter steigen. Okay, also ist dein Jetpack jetzt hier am Ende, ja? Mein großes, in meinem kleinen ist noch ein bisschen was drin. Ah, das hört sich gut an, da können wir ja noch ein paar Meter. Aber nicht mehr sehr viel. Moment, nein, wieder kein Land. Das sieht aber da unten leuchtet. Was, wo? Das ist wahrscheinlich Lava irgendwo unten drunter. Ja, aber es leuchtet. Es leuchtet, Junge. Glänziges. Ist klar. Also, die nächste Insel, egal ob groß oder klein, da landen wir und dann sehen wir zu, dass wir zurückkommen. Und ich würde sagen, ich setze dort so ein Markierungspunkt. Ja. Dass wir uns sagen, bis dahin bahnen wir. Oder wir sollten es wirklich mal irgendwann mal versuchen, in den Süden zu fliegen. Dass wir da unser Glück versuchen. Werden wir wahrscheinlich mehr Glück haben. Okay. Da drüben ist ein bisschen ein kleines Fleckchen Land. Ja, sehr klein. So, ich halte noch ein bisschen gut durch, wir können noch ein bisschen weiterschauen. Sicher? Ja. Sonst okay. Schwimme ich hinterher. Na gut, können ja dann auch nach Hause porten, theoretisch. Hier schon wieder solche riesen Korallenriffe. Yeah, speed, gleich lande ich wieder im Wasser, wetten? Hier, gleich ist es soweit. Und? Ich gleite drüber hinweg. Ich werde auch gleich nach unten fallen. Okay. Ich fliege jetzt einfach mal weiter Richtung Norden. Mal gucken, was passiert. Das kann, glaube ich, nur schlecht ausgehen. Irgendwo muss es ja weitergehen, ne? Ich bin jetzt auch über die Weltgrenze hinweg. Ja, irgendwie geht's nicht weiter. Das ist jetzt hart. Soll das ein Zeichen sein? Ah, jetzt lebt irgendwas. Ja.
Ein kleines Witzelchen. Das ist ja... Okay. Jetzt ging's auch wieder nach unten. Jo. Ja, Kleider war an. Das ist gut. Das ist gut. Ja, pass auf, nachher lädt die Welt wieder nicht und wir rechnen, dass Wasser unter uns ist und dann ist da Land und wir sterben an der Stelle. Kann dir durchaus passieren. Ich bekomme meinen Gleiter nicht an. Da links ist Land, da muss ich jetzt mal hin. Das wäre Ironie des Schicksals, also ich sehe gar kein Land. Nicht, weil mein Jetpack ist jetzt komplett leer. Okay. Gut. Oh, warte mal, da ist Land. Da ist eine Insel mit einer Palme. Ich glaube, das ist ein Bananenbaum oder sowas, ne? Ich glaube. Nee, Bananenbaum nicht. Wie heißt das? Naja, werden wir gleich sehen. Meinst du den Pfirsichbaum da oben drauf oder bist du bei einer anderen Insel? So, warte mal. Kokosnuss. Das ist Kokosnuss. Ach, wie geil. Okay, ich nenne die Map-Markierung nenne ich einfach Kokos. Hä? Was war das denn? Hä? Was? Irgendwas hat mich gerade getroffen. Komisch. Ich habe nur das Gefühl, dass ich hier ein bisschen leck. Ja. Ich auch. Ich versuche alles zu essen. Jetzt hat's funktioniert. Okay. Bekomme ich jetzt wieder den Gleiter an? Mache ich mir jetzt einen Wegpunkt hier. Neuer Wegpunkt. Moment, warte noch schnell. Ich würde nur gern wissen, auf welcher Insel du bist. Ist bei dir eine Höhle? Du kannst auch zu mir porten, oder? Ja, aber... So, ich mache das mal braun. Also nicht ganz dunkelbraun. Bisschen. Ja. Ah, da bist du. Das ist quasi für die Kokosnuss dann ist, ne? So ein bisschen braun, ja. Ja, so geht's. Waypoint. Ne? Braun wie die Kokosnuss. Ja, gut, das ist zwar ein anderes Braun, egal. So, da haben wir hier Kokos. No, zurück zum Spiel. Insel. So, da würde ich sagen, machen wir uns jetzt heim, ne? Das heißt, da hinten scheint noch eine Insel zu sein. Beide gucke ich jetzt nochmal oder gucke ich jetzt nicht? Deine Entscheidung. Ich gucke jetzt nochmal. Ich bekomme aber auch den Jetpack, den Gleiter irgendwie nicht angelegt, gelinkt. Hand legen und wieder in die Hand legen. Also aus der Hand nehmen und wieder in die Hand nehmen. Nee, das ist auch nur so ein bisschen. Ich glaube, ich connecte mal kurz neu, weil ich kann auch nicht... Ah, jetzt kann ich was rausschmeißen. Oh, irgendwas hat mich erwischt. Leck auf du. Du bist gestoppt. Gut, ich bin wieder zu Hause, aber nichtsdestotrotz, ich werde dort jetzt nochmal hingehen, weil ich will mein Zeug nämlich wieder haben. Kannst dich zu mir porten? Bin noch auf der kleinen Insel. Nee, ich muss da, Warte mal, / TP. Doch klar, kann ich ja zu dir. Duff LP. So, und jetzt muss ich irgendwie zu dieser einen Insel darüber. Ah, wo da war denn das? Da hinten, da ist mein letzter Tod. Hast du eine Waffe oder sowas dabei? Ja, wo bist du? Dann folge mir. Ich hoffe nur, ich lag nicht zu stark. Weil da hat mich irgendwas getötet. Das Zeug hätte ich gern wieder. Ja, das glaube ich dir. Ich habe mein Superschwert dabei. Weil das Jetpack und das alles, also, nö, da möchte ich nicht drauf verzichten. Ich habe sogar eine Pickaxe dabei. Okay. Jo. Bist du bei den beiden Bäumen oder bei der gerechten Plattform gestorben? Da bei der Plattform da hinten. Okay. Also diese Insel da, diese kleine. Ich merke aber auch, dass langsam die Sonne untergeht. Ja, macht nichts. Ich will mal Zeug wieder haben. Das ist volle. Ich will das wieder haben. Ich weiß gar nicht so wirklich, was mich da getroffen hat. Ich glaube, das war irgendwie so ein Slime oder sowas komisches. Also ich sehe hier nichts, auch nicht auf der Minimap, dass da irgendwas wäre an Gegnern. Ja, aber da war irgendwas. Also bei mir stand, dass du getötet wurdest, weil du von irgendwo hoch runtergefallen bist. Nein.
war ja nicht mehr in der Luft, ich bin ja hier gelandet. So, okay, Helm wieder an, das wieder an, das wieder an, Schuhe an. Okay, gut, ich habe mein Zeug wieder. Irgendwas hat mich hier getötet. Warte, Mythos, du hast einen Kopf vergessen. Was, Kopf? Ja. Ich will meine Köpfe nicht mitnehmen. Oh. Sowas frustriert mich immer. Haben wir eigentlich schon Bambus? Ich glaube, aber zu viel kann die schaden. Oder gibt's nehmen wir es lieber mit. So, das haben wir ja, ne? Mythos, darf ich dir eine Hose schenken? Das war ja diese Baumwolle. Mhm. Genau. Sonst ist hier nichts. Kann ich mal mitnehmen hier. Gut, dann würde ich sagen, machen wir uns nach Hause, oder? Ja, ist wahrscheinlich am sinnvollsten. So, Wegpunkte, Home. Ja, so habe ich das Ding genannt. Okay. Hier zu teleportieren. Zack, wieder zu Hause. So, jetzt kann ich auch meinen Theo wieder spazieren lassen. Ich frage mich nur, wo ist Mathilda schon wieder? Die war ja mal für eine Folge da. Dann war sie wieder weg. Da will ich dran. Was denn? Du hast das mitgenommen gehabt, ne? Setzt du das mal hier wieder rein? Ich baue das wieder auf, keine Sorge. Dankeschön. So, hier rein mal. Weil ich hätte nämlich ganz gern wieder mein Jetpack aufgefüllt. Ja, das glaube ich dir. Wie komme ich da jetzt am besten rein? Pack doch erstmal das Ding da rein. Ja, aber ich habe ja die Energiezelle auch noch, die ich komplett wieder verbinden muss. Ach so. Jo. Okay. Damit alles wieder schön funktioniert. Ja, ich will es wieder haben. Okay, danke. So, dann schiebe ich mal das Jetpack da rein. So, okay, kann eine Weile dauern, bis da irgendwie wieder Energie drauf kommt. Ach, warte mal. Genau deswegen funktioniert es nicht. Nimmst bitte noch mal kurz raus. Ja? Es muss ja eins weiter rein. Ah. So, okay. Jetzt kommt auch Energie hier rein. Ah, das sieht schon anders aus. So, jetzt packe ich mir das Jetpack da rein. So, wieder jawohl. Ein bisschen schießen. Jetzt kommt auch wieder Energie drauf. So liebe ich das. Ja. Und es arbeitet auch. Wundervoll. So, und wir wollten ja auch mit der Blutmagie auch weitermachen, wenn wir wieder zu Hause sind. Das machen wir dann, würde ich sagen, fangen wir in der nächsten Folge an. Das heißt, das seht ihr dann nachher um 18:30 Uhr. Bei mir zumindest kommt das dann um 18:30 Uhr. Jo, bei mir und dann auch. Machen wir mit der Blutmagie weiter. Da hatte ich ja hier schon ein bisschen was vorbereitet. Das heißt, hier fehlt eigentlich noch ein Block. Den nehmen wir mal hier hinten irgendwo weg. Hier. So. Hier müsste ich auch mal wieder dran arbeiten. Das machen wir zu. Das wird alles noch zugemacht. Und hier könnten wir eigentlich auch so ein bisschen... Ja, wisst ihr was? Ich packe da jetzt einfach Erde rein, das soll er zuwachsen. Mythos, schau mal bitte kurz mit. Bitte? Ich muss dir was Trauriges zeigen. Wie was Trauriges? Hä? Schau mal in die Kiste. Ach du grüne Neune. Und schau auf die Energie. Ich habe vergessen, dass das nur diesen Teil der Kiste füllt. Da ist jetzt irgendwas drin, was noch nicht in der Kiste hier vorhanden ist und deswegen hat das ganze System gestoppt. So, warte mal, dann machen wir das einfach mal so. Das ist so traurig. Ja. Ich musste noch eine größere Kiste hinbauen. Okay. Nö. Hast du ein Item-Duct? Oder warte mal, hab ich noch eins? Nee, hast du ein Item-Duct? Du brauchst nur ein Item-Duct darüber ziehen. Ja, ne, trotzdem. Dann füllt das beide Seiten. Dann füllt das beide Seiten. Mhm. Aua. So, okay. Das kommt da raus. Impuls-Item-Duct, ne, ist auch egal. Dann nehmen wir zwei Impuls-Item-Duct. So. Machen wir das erstmal so. Wir können es ja später wieder aufmachen. Nur, dass erstmal nicht hier so ein fettes Loch drin ist. Huch. Irgendwas fehlt immer. Nein. Und kann ich nur Erde ist. Normale mit Impuls einem DAX verbinden? Ja, kann ich. Hilfe. Ja. So. Jetzt arbeitet das ganze Zeug wieder. Jo. Und eigentlich wollten wir die Folge hier beenden. Jo. Entschuldigung. Aber ich mach jetzt trotzdem das Loch zu. Ich will das Loch zu haben.
So, hier noch eine Fackel hin. Dann machen wir da vorsichtshalber auch noch eine hin. So. Hier, Mesos, jetzt habe ich extra nochmal Erde geholt. Nein! Nicht also, gut? Quatsch nicht. Theo, spuck das aus, das ist nicht gesund. Okay, kommst bitte mal da raus. So. So. Oh, Max, hier kein TNT. Nein, muss nicht sein. Wieso denn nicht? Okay, ich würde sagen, bis nachher und tschüss. Ciao.